Und heute geht es um den Satz des Tales. Bitte bearbeitet in Buch Seite 27, Aufgabe 3. Handy aus, bitte. Nein, scheiße. Klare Fall von Cybermobbing. Ja, das stimmt, aber was ist eigentlich Cybermobbing? Unter Cybermobbing versteht man die Bedrohung, Beleidigung oder Belästigung von Personen mit Hilfe von Kommunikationsmedien, beispielsweise über Smartphones, Foren, Chats, E-Mails und so weiter. Durch das eingestellte Bild wurde er bloßgestellt und im Chat wurde er beleidigt. Das kann man schon als Cybermobbing auffassen. Cybermobbing ist sogar noch schlimmer als Mobbing, denn die Mobber können ihn nicht nur zu Hause erreichen, sondern auch in der Schule. Mobbing gab es auch schon früher. Beispielsweise wurden Kinder auf dem Schulweg oder auf dem Schulhof beleidigt und geärgert. Cybermobbing ist auch strafbar. Also wenn ihr übers Internet beleidigt oder bedroht werdet, könnt ihr es bei der Polizei melden. Aber am wichtigsten ist es, dass ihr es gar nicht erst zulässt, dass andere gemobbt werden oder ihr gemobbt werdet. Antworte nicht. Reagier nicht auf die Nachrichten des Beleidigers, denn genau das will der Absender. Bleib ruhig, lass dich nicht von Selbstzweifeln beherrschen, denn du bist okay, so wie du bist, an dir ist nichts falsch. Rede darüber. Wenn du Probleme hast, rede mit Erwachsenen darüber. Melde Probleme. Wenn du im Internet geärgert wirst, dann melde das umgehend den Betreibern der Website. Vorfälle, die illegal sein könnten, solltest du den Behörden melden. Sperre die, die dich belästigen. Die meisten Online-Anbieter und Websites geben dir die Möglichkeit, bestimmte Personen zu sperren. Nutze dieses Angebot, denn du musst es nicht mit diesen Personen abgeben, die dich belästigen. Falls du per Anrufe oder SMS belästigt wirst, kannst du auch deine Handynummer ändern lassen. Schütze deine Privatsphäre. Sei vorsichtig, was du für persönliche Daten im Internet preisgibst. Und stell nicht sowas ins Internet wie E-Mail oder Wohnadresse oder Telefonnummer. Diese Daten können von Cyberbullies gegen dich verwendet werden. Achte insbesondere auch darauf, ein sicheres Kennwort zu benutzen und deinen Benutzernamen geheim zu halten. Sichere Beweise. Lerne, wie du Kopien von unangenehmen Nachrichten, Bildern oder Online-Gesprächen machen kannst. Sie werden dir helfen, anderen zu zeigen, was passiert ist. Außerdem kann mit den Beweisen deine Peiniger, Peinigerin gefunden werden. Unterstütze Opfer. Wenn du mitbekommst, dass jemand per Handy, Smartphone oder SMS belästigt wird, dann hilf dieser Person. Vertraue dir. Wichtig ist, dass du an dich selbst glaubst und dir nichts anderes einreden lässt. Lass dich nicht fertig machen und mach niemand anderes fertig. Kenne deine Rechte. Niemand darf ohne deine Erlaubnis Videos oder Bilder von dir ins Netz stellen. Auch wenn Cybermobbing besonders schlimm wird, kann dies für den Täter rechtliche Konsequenzen haben.